Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Sneaker Release. Wir schauen uns die Releases der kommenden Woche an, liebe Freunde. Unter anderem ist ein anderes Colorway von diesem Sneaker dabei. Es gibt aber auch schlechte Nachrichten, die möchte ich euch zuerst verkünden. Es wird nächste Woche kein Sneaker Releases Video geben. Und warum und was es als Dankeschön dafür gibt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Doch zuerst schauen wir uns natürlich die Sneaker Releases der kommenden Woche an. Das erste, was wir uns anschauen sollten, ist der Menta, denn wir hier diesen Air Zoom Type haben. Ihr habt das Unboxing bestimmt schon gesehen, kam ja am Freitag. Der hier kommt in ein komplett All-White Colorway. Das heißt, wir haben nicht mehr diese Farbakzente mit drin, sondern komplett weiß. Ihr seht es auch hier anhand von Bildern. Die Chancen, dass ihr den bekommen könnt, sind sehr gut. Ich kann ihn zu 100.000% empfehlen. Wirklich unglaublich schöner Sneaker. Am 23. kommt der Air Jordan Gym Red 14. Finde ich cool. Überhaupt nicht meine Silhouette. Aber solltet ihr trotzdem im Auge behalten, liebe Freunde. Am 24. kommt der Champ Colors und damit auch der dritte im Bunde von Nike Dunk Low von dieser Serie, die da angekündigt wurde, der jetzt dann kommt. Ist somit auch der letzte von den drei. Finde ich vom Colorway so eher im Mittelfeld. Also ich glaube das Gym Red, beziehungsweise dann das, wie hieß denn das? Ist es Hawaii? Ich glaube irgendwie ganz anders. Auf jeden Fall. Colorway gefällt mir, ist eher dezenter, was auch immer sehr schön sein kann. Das heißt, das könnte einer von diesen Dunks sein, die man sehr gut im Alltag tragen könnte. Ich hatte bisher von den zwei von drei immer Pech, nirgends Glück, bei keinem Raffle, bei keinem Shop-Eingang, gar nichts. Ich werde es trotzdem probieren, drücke euch natürlich auch die Daumen, dass ihr vielleicht diesmal Glück habt. Den Air Max 2090 in Orwood Brown und Black gibt es in Zusammenarbeit mit Neymar, diesmal in diesen zwei Colorways. Finde ich schön, ist irgendwie komplett untergegangen, die Zusammenarbeit hatten wir ja schon vor ein paar Wochen mal hier das Thema Neymar. Berechtigt, unberechtigt, ich weiß es nicht. Es ist ja nicht eine richtige Zusammenarbeit, wie es zum Beispiel mit einem Travis Scott und Nike zum Beispiel der Fall ist, sondern eher so ein Neymar Colorway, so mäßig. Ne? Finde ich aber auch cool, ist okay. Man zahlt jetzt nicht den brutalen Aufpreis und man hat gute Chancen, die zu bekommen. Am 25. kommt der Quantium Barium Yeezy Basketball-Sneaker. Finde ich schön. Ich hätte noch sehr, sehr, sehr gerne eine fürs Unboxing, dass wir uns ihn gemeinsam mal anschauen, was ihn so besonders macht. Ich kenne ihn bisher leider nur von Bildern. Ich werde selbstverständlich mein Glück probieren, ihn zu bekommen. Ich hoffe, ihr auch. Das ist einer von den Yeezys, weil ich bin so ein bisschen von diesen 350ern ein bisschen gesättigt und würde mal gerne so ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Ne? Also kann man mal anschauen. Am 26. gibt es den Varsity Royal Air Jordan 3 Retro. Freunde, finde ich richtig, richtig cool. Ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, hat es ja was mit DJ Khaled zu tun. Ist eine Collab mit DJ Khaled, beziehungsweise sein so Colorway. Finde ich interessant, werde ich mal im Auge behalten, ob ich da vielleicht auch zuschlage, dass wir uns das vielleicht gemeinsam anschauen können. Als nächstes haben wir den Air Force One in Schwarz und Rot. Ein sehr gewöhnungsbedürftiges Colorway, ist aber gleichzeitig auch irgendwie hat es was. Aber kann ich euch direkt sagen, für mich auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht gefällt es ja dir. Ich wollte dich nur daran erinnern, dass die dann auch kommen und du ordentlich zuschlagen kannst. Und da sind die Chancen eher höher, dass man den bekommt. Air Jordan 5 High Alternate Grape. Verdammt, sieht dieser Sneaker schön aus. Boah, gefällt mir richtig gut. Richtig gut, richtig, richtig, richtig gut. Um das aber auch abzuschließen, das war der letzte Sneaker. Das heißt, diese Woche haben wir gar nicht so viel. Ich habe euch am Anfang gesagt, nächste Woche wird es kein Sneaker-Releases-Video geben. Warum? Wenn du dieses Video siehst, sitze ich gerade im Auto und fahre Richtung Ostsee in den Urlaub für eine Woche. Das heißt, von Sonntag bis Sonntag bin ich in Urlaub und kommenden Sonntag bin ich gerade erst auf der Rückfahrt. Das heißt, ich kann gar nicht das neue Video dann abdrehen für euch. Als Entschuldigung dafür gibt es ab Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag inklusive 7 Tage lang 7 Sneaker-Unboxings von mir, die ihr euch reinziehen könnt, Freunde. Ich hoffe, ihr werdet Spaß dabei haben. Hinterlasst mir liebe Kommentare. Ich habe mein Handy dabei, lese sowieso die ganzen Kommentare und freue mich drauf, wieder da zu sein und mit euch dann wieder neue Sneaker-Videos abzudrehen. Freunde, passt auf euch auf. Ich gehe jetzt erstmal Urlaub genießen.